Mike Walpurgis, ein unheimlich wichtiger Sieg gegen den HSV, dieses Heimspiel, 3-1 gewonnen. Wie hast du die Partie insgesamt erlebt? Ja, es war natürlich eine sehr intensive Partie, das war klar im Vorfeld, dass es insgesamt um ja, viel geht, weil es heute ein direktes Platzierungsspiel war. Und ich denke, wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, sehr gut organisiert zu Beginn gewesen und aus der Organisation heraus schnell nach vorne agiert und dann sehr entschlossen im Abschluss gewesen. Wie schafft man es in einer Woche, wo auch medial viel auf die Mannschaft einstürzt, den Druck wegzuhalten von der Mannschaft und sie zu so einer Leistungsexplosion zu führen? Ja, wir haben uns natürlich total auf uns konzentriert. Die Mannschaft hat auch letzte Woche gezeigt, zu was sie fähig ist auf Schalke. Wir haben gesehen, dass die Mannschaft bereit ist für diese Rückserie. Und da ging es im Grunde für uns natürlich darum, konzentriert zu arbeiten und das Team zu stärken und natürlich mit dem Einzelnen auch individuell gut zu trainieren. In dem Spiel hat es viele Phasen gehabt, viele positive, auch einige schwierige Phasen für den FCI. Wie hast du es da von außen geschafft, die Mannschaft oder als Trainerteam die Mannschaft so einzustellen, damit sie nach dem 3-1 dann nicht ins Grübeln kommt? Ja, es ist schon wichtig, dass wir da auch im Spiel weiterbleiben. Das 3-1 war natürlich auch ein tolles Tor von Sakai. Aber dann haben wir natürlich auch unsere Automatismen, die auch für uns sehr, sehr wichtig sind. Da müssen wir einfach cool bleiben, da müssen wir zusammenkommen, da müssen wir die Zweikämpfe annehmen, da müssen wir auch unser Spiel nach vorne wiederfinden. Das haben wir dann auch getan. Und letztlich ist es natürlich auch ein konsequentes Verteidigen, das hat die Mannschaft exzellent auch dann in dieser Phase umgesetzt. Und ich war mir sicher, dass auch nichts mehr anbrennt. Vielen Dank und Glückwunsch. Danke. Markus Suttner ist bei mir. Sutti, auf der Pressetribüne war einheitlich die Meinung, bei dem Freistoß, da geht Sutti hin und haut den rein. Im Moment läuft es bei dir, oder? Ja, sehr gut. 3 Versuche, 3 Tore. Der am Schluss hätte auch noch reingehen können, aber ja, dass nicht jeder reingeht, ist klar. Aber schön, dass ich in jedem Spiel trifft. Im Moment lief es auch für die Mannschaft sehr gut heute. 3-1 gewonnen gegen HSV in einem Spiel, das unheimlich wichtig war, von außen betrachtet zumindest. Wie habt ihr es in der Mannschaft aufgenommen und wie seid ihr es angegangen? Ja gut, natürlich HSV, direkter Konkurrent, ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Aber trotzdem, auch wenn das jetzt schief gegangen wäre, dann hätten wir trotzdem noch genug Partien. Aber so ist es natürlich umso schöner, dass wir jetzt punktemäßig was geholt haben und dass wir HSV jetzt mal kurz überholt haben und dass wir jetzt mal sehen, okay, wie der Rückstand zu den vorderen Plätzen ist nicht so weit und nicht so viel und schön. Wenn man das Spiel an sich betrachtet, wie war es? Du als in der Dreierkette dann außen gespielt, defensiv in der Fünferkette. Wie hat es sich angefühlt, gegen die Jungs da draußen zu spielen? Ja, HSV hat, glaube ich, keine ihre Stärken, dass halt mit dem Gregoric und mit dem Wood vorne Leute haben, die halt gut kopfballstark sind und die Bälle verlängern können. Und das haben wir auf den Kampf haben wir angenommen da mit den Kopfballduellen und haben uns gut eingestellt und sie haben wenig Chancen gehabt und wir haben das relativ solide heruntergespielt. Jetzt geht's nächste Woche nach Berlin. Da haben wir auch noch eine Rechnung offen, oder? Ja, natürlich. Also Berlin ist uns bis jetzt noch nicht so gelegen, aber der HSV bis jetzt auch einig. Also ist wieder eine schöne Herausforderung und wir können nur gewinnen. Viel Erfolg dafür. Almog, Cohen bei mir. Almog, Krieger heute auf dem Spielfeld. Immer wenn es gebrannt hat, warst du da. Das war eine sehr intensive Partie heute, oder, gegen den HSV? Ja, das war, ich denke, vom erster Minute, wir zeigen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und wie richtig ist für uns dieses Spiel, zu machen richtig Schritt nach vorne. Und ich bin ganz zufrieden von der Mannschaft, von mir, klar. Aber das war eine überragende Leistung. Man kommt aus der Pause und es ist keine Minute gespielt, dann gibt es 11 Meter. Du musst da eigentlich quasi noch den Pausentee, den man noch schmeckt. Und dann weißt du, wie wichtig das ist. Mache ich jetzt das 3-0, dann ist das vorentscheidend. Aber hast du zu keiner Sekunde gezweifelt, oder? Und dann reingemacht. Ja, klar. Der Trainer sagt es auch in Pause. Wenn wir machen den dritten, dann das Spiel ist vorbei. Und ich bin ganz glücklich von diesem Tor. Ich wollte klar jeden Elfmeter schießen. Und ich nehme den Ball und ich mache den Ball rein. Das ist richtig. Jetzt habt ihr 2 Tage frei, habt ihr euch auch verdient. Dann geht's nach Berlin. Jetzt geht's erst richtig los, oder? Mit den Schanzern. Ja, dieses Spiel für mich ist vorbei jetzt. Wir müssen hochkonzentriert und Berliner Spiel. Und ich hoffe, wir zeigen gleiche Motivation, gleiche Zweikampfstark, zweite Ball und das macht uns stark. Und ich bin ganz sicher und unserer Mannschaft vertrauen, wir können gewinnen auch in Berlin.